Crunchwell eskaliert mal wieder komplett und kündigt 38 Simulcasts für den Herbst an. Aber nicht nur das, so werden auch 10 Anime einen Simuldub erhalten. Also recht schnell eine deutsche Vertonung bekommen. Wird also Hammer werden. Doch bevor wir loslegen, gilt wie immer, wenn ich mehr zu Crunchwell machen soll, dann drücke auf den Like-Button und vergiss nicht zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. So, legen wir los mit dem Crunchwell Anime Lineup der Herbstseason 2023. Scheinbar haben die auch gar kein Design mehr gemacht. Also Crunchwell geht ja mal gar nicht hier. Das sah eigentlich immer schön aus, aber nun. Die neuen Abenteuer fallen in der Herbstseason wie Laub vom Baum, denn Crunchwell enthüllt sein Programm an neuen und fortlaufenden Anime ab September. Für den wöchentlichen Überblick, ja, geht zum aktuellen Wochenprogramm. Erlebe den einzigartigen Shibuya-Vorfall mit Jujutsu Kaisen Staffel 2, das Einlösen von Versprechen mit Frieren nach dem Ende der Reise und erklimme mit One Piece brandneue Gipfel. Ich finde es echt ziemlich krass, dass man bei dieser vollgepackten Herbstseason einfach zwei Fortsetzungen oder Serien, die aus der letzten Season kommen, eben Jujutsu Kaisen vom Sommer und One Piece seit 20 Jahren oder so, einfach mal hier schon nennt in der Einleitung und nur eine wirklich neue Serie mit Frieren. Finde ich schon ein bisschen krass, Crunchwell. Meine Güte, ihr habt doch ein paar bessere Lizenzen, so nach dem Motto, die dann die Leute ein bisschen mehr eskalieren lassen als, ja, es geht mit One Piece weiter, so nach dem Motto. Aber naja, vielleicht wollte man es unbedingt drin haben für jetzt die One Piece Live-Action-Serie oder sowas, dass man nochmal die Leute daran erinnert, ach übrigens, wir zeigen auch One Piece. Naja, egal. Die Herbstseason 2023 strotzt bei Crunchwell von neuen und alten Begegnungen. Ja, es gibt auch einige Fortsetzungen. Wirf einen Blick auf alle Abenteuer, die dich demnächst auf eine Reise der besonderen Art mitnehmen. Yes, yes. Kommen wir erstmal zu den Season-Highlights, aber selbst nach den Highlights gibt es eindeutig noch gute Anime und ich würde auch argumentieren, dass manche Anime auf jeden Fall in die Season-Highlights rein müssen und ich es auch nicht kapieren kann, warum sie nicht in den Season-Highlights drin sind. Aber nun, einmal wäre da natürlich Jujutsu Kaisen, geht da weiter, wie schon gesagt, mit dem Shibuya-Teil. Bin ich auf jeden Fall gespannt, endlich mal wieder die gute Nobara steht im Fokus, endlich mal wieder starke Frauen, die hat man ja leider in der ersten Teil der zweiten Staffel so ein bisschen vermisst. Ja, es gab ein paar, aber die waren wirklich die Nebencharaktere der Nebencharaktere, was halt echt so ein bisschen schade ist. Dann wäre da noch Frieren nach dem Ende der Reise. Das wird auf jeden Fall ohne Frage ein absolutes Highlight werden. Startet am 29. September, Jahrzehnte nach dem Sieg über den Dämonenkönig, versucht die Elfe Frieren, die Wünsche ihrer ehemaligen Party zu erfüllen. Also ja, das könnte ziemlich traurig werden, das könnte ziemlich depressiv werden, aber wahrscheinlich auch wunderschön. Also wer mal ein bisschen heulen will, der sollte sich diesen Anime anschauen. Startet ja auch gleich am 29. September mit einem 2-Stunden-Special, also eigentlich einem kompletten Film, ähnlich wie Oshinoko. Das wird auf jeden Fall crazy werden. Die Tagebücherin der Apothekerin lässt so ein bisschen auf sich warten und zwar geht der erst am 21. Oktober los, aber ich glaube auch mit 3 Folgen, also keine Ahnung, warum man den nicht schon früher startet, aber nun gibt es wahrscheinlich vielleicht irgendwelche Ausstrahlungsprobleme in Japan oder sowas, dass andere Sachen da gezeigt werden. Die junge Apothekerin Mao Mao wird gezwungen, im kaiserlichen Palast zu arbeiten und lernt die Abgründe der gehobenen Gesellschaft kennen. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Das wird ohne Frage auch eines der Highlights aus der Season. Sieht auch fantastisch aus. Videospielmäßig wird es dann wieder mit Shangri-La Frontier. Das könnte vielleicht das neue SAO werden. Mal gucken. Wahrscheinlich wird es nicht so groß werden, aber trotzdem animationstechnisch auf jeden Fall Hammer mit 2 fantastischen Frauen, die schon im Trailer vorgestellt wurden. Startet am 1. Oktober. Ein erfahrener Spieler begibt sich in eine ultimative Spielwelt, um die Spitze zu erklimmen. Ja, ist irgendwie gefühlt die Prämisse von SAO, aber geht dann doch nochmal in eine andere Richtung und er geht, glaube ich, auch nicht drauf, wenn er in diesem Spiel drauf geht. Dr. Stone New World geht weiter mit dem zweiten Chor bzw. dem zweiten Teil am 12. Oktober. Dann gibt es hier noch ein Fragezeichen, aber das sind meistens Platzhalter, das heißt, da kann auch noch mehr in die Highlights gedrückt werden. Gehen wir dann jetzt die Simulcasts durch. Wie gesagt, da gibt es noch einige Highlights, die ich noch besprechen will. Über eine Serie muss ich aber gleich meckern und zwar über 16-Bit Sensation Another Layer. Startet am 4. Oktober, zurückversetzt in das Jahre 1992, versucht Konoha ihren Traum als Illustratorin zu verwirklichen und bewirbt sich bei einer Videospielfirma. Was ich nämlich echt ziemlich schade finde, ist, dass man diesen Stil gewählt hat und nicht nur das, sondern dass man scheinbar auch eine etwas andere Geschichte erzählt. Das Ganze basiert nämlich eigentlich auf 16-Bit Sensation und nämlich nicht Another Layer und der Manga wurde von dem guten Tamiki Wakaki gezeichnet, den ich extrem super finde auch. Der ist zum Beispiel zuständig für The World God Only Knows oder eben aktuell auch Are You Really Getting Married oder 365 Days to the Wedding. Und der bekommt nämlich auch ein Anime. Und das finde ich nämlich ziemlich schade, dass am Ende des Tages man sich aus irgendwelchen Gründen dazu entschieden hat, jetzt hier, ja, wir ändern einfach mal das Design, so nach dem Motto. Ich verstehe es nicht. Worauf ich mich dagegen richtig freue, ist A Girl and Her Guard Dog. Das
das könnte der neue große Shoujo-Anime werden für die Damen, aber auch für alle anderen, die es interessiert. Da hat es am 28. September schon. Isaku möchte ein gewöhnliches Leben führen, also die Dame hier oben. Doch ihre Verbindung zu Yakuza und der Anführer der Senagaki-Gruppe machen ihr einen Strich durch die Rechnung. Ja, also der Typ will immer verhindern, dass sie sich verliebt oder mit irgendwelchen Typen trifft, weil er scheinbar auch in sie verknallt ist. Könnte auf jeden Fall ganz lustig werden. Eher nicht so dolle wird sicherlich A Playthrough of a Certain Dudes VR MMO Live, aber trotzdem schaut es irgendwie dann gefühlt jeder. Startet am 2. Oktober, sieht vom Trailer leider nicht so gut aus. Ein Büroangestellter mittleren Alters tritt in die Welt eines neuen VR MMO ein und versucht, das entspannte Leben zu genießen. Also scheinbar Slice of Life, Alltagskomödie plus halt MMO-Anime oder VR-MMO-Anime. Deutlich mehr gehypt bin ich dann wieder auf A Returner's Magic Should Be Special. Startet am 7. Oktober. Der Magier Desir wird 13 Jahre in die Vergangenheit versetzt, um die Menschheit vor einem dunklen Schicksal zu bewahren. Ja, weil er von diesem Drachen getötet wird und so ein bisschen Subaru-mäßig jetzt in die Vergangenheit geschickt wird. Aber wahrscheinlich nur einmal, also nicht, dass er dauernd zurückgesetzt wird. Weiter geht's dann mit After School Hanako-kun und das ist einfach so ein kleines Spin-off zu der Serie. Startet am 10. Oktober, bekommt auch, glaube ich, nur 4 Folgen um 20 Uhr dann schon, also ist recht schnell vorbei und diese Folgen sind auch recht kurz, also ich glaube nur die Hälfte der Zeit oder sowas. Dann bekommt Arknights eine Fortsetzung, sicherlich ganz nett, muss ich mal weiterschauen. Die Serie habe ich gar nicht mehr damit gerechnet, dass der schon im Herbst weitergeht. Worauf ich mich auch wieder richtig freue, ist Berserk of Gluttony, startet am 1. Oktober. Schlosswärter Fate ist mit der Fähigkeit Völlerei gestraft und zerfrisst damit den Verlauf seines Schicksals. Ja, er findet aber auch relativ schnell seine Fähigkeit dann heraus, worum es da wirklich geht und wodurch er dann auch ziemlich stark wird. Also könnte auf jeden Fall eine coole Serie werden. Ein Anime, den ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist ehrlich gesagt Ballbuster. Tetsuro hätte nie gedacht, dass die Arbeit in einem Unternehmen für Monsterbekämpfung ein ständiger Kampf zwischen Idealen und knappen Budgets sein würde. Also auch mal interessant, dass sie scheinbar in gewisser Weise die Helden dieser Welt sind, aber trotzdem immer nicht genug Geld dann für ihre Heldentaten haben. Könnte auf jeden Fall ganz lustig werden. Dann für alle Leute, die Reborn as a Vending Machine mochten, die finden sicherlich auch den nächsten Crazy Isekai Anime gut, und zwar Buta Reba, The Story of a Man Turned into a Pig. Startet am 7. Oktober und handelt genau eben davon. Nach einem köstlichen Mahl von roher Schweineleber erwacht ein Mann in einer anderen Welt im Körper eines Schweins. Ja, das könnte auf jeden Fall lustig werden. Mal gucken. Da will man ja nicht sagen, dass Isekai-Leuten nichts mehr einfällt. Dead Mount Death Play bekommt eine zweite Staffel, beziehungsweise einen zweiten Chor, soll dann am 9. Oktober losgehen. Tagebücherin der Apothekerin haben wir schon drüber geredet, auch über Dr. Stone. Gehen wir also mal weiter. Brenzlig wird es dann wieder in Firefighter Daigo, Rescuer in Orange. Darauf habe ich auf jeden Fall Lust. Geht schon am 30. September los. Drei junge Rettungskräfte der Feuerwehr wollen Teil der Spezialeinheit Orange werden. Also ja, mal so ein Feuerwehr-Anime sich anzuschauen, habe ich auf jeden Fall mal Bock drauf. So ein bisschen die alternative Version zu Fire Force, die so ein bisschen den Job ein bisschen ernsthafter nimmt oder wo es eben wirklich um die Feuerbekämpfung geht und nicht um irgendwelche Feuerteufel. Frieren haben wir schon thematisiert und dann bekommt auch noch Girlfriend Girlfriend eine zweite Staffel, wird sicherlich genauso lustig werden wie die erste. Geht dann jetzt scheinbar an den Strand mit vielen Bikinis. Startet am 6. Oktober. Dann überraschenderweise hat sich Crunchyroll Heaven's Official Blessing geschnappt, Staffel 2. Aber wenn man da jetzt mal sucht bei Crunchyroll, sie haben leider nicht Staffel 1 und scheinbar kann man den allgemein auch nicht bei uns streamen. Was echt ziemlich doof ist, aber hoffentlich werden sie das Ganze dann nachliefern. Startet am 18. Oktober. Soll ziemlich gut sein, die Serie. Hypnosic Division Web Battle bekommt eine zweite Staffel, startet am 6. Oktober. Dann ein ganz besonderer Anime ist vielleicht I'm Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness. Soweit ich das weiß, wird der Anime nicht so naughty, sondern sie isst einfach irgendwelches Zuckerzeugs jetzt mal. Eine kürzlich entthronte Adlige trifft auf einen einsamen Zauberer, der sie allerlei Unanständiges lehrt. Ja, mal gucken, wie unanständig das dann am Ende des Tages wirklich wird. Isekai-mäßig, aber auch Girls Love-mäßig ist dann wieder I'm in Love with the Villainess, startet am 2. Oktober. Rai macht ihre Rivalin avancen, als sie in ihr Lieblings-Dating-Game transportiert wird. Also so ein bisschen Otome-Game-mäßig, nur halt Girls Love-mäßig, also darauf habe ich auf jeden Fall Lust drauf, das könnte ganz nett werden. Die größte Enttäuschung aus der Season wird vielleicht diese Serie, und zwar Kami Erabi God App. Das ist am 4. Oktober und sie sagen es ja auch, die Schöpfer von Nier Automata, Soul Eater und mehr kommen für diesen düsteren Original-Anime zusammen. Das größte Problem ist nur, er ist komplett in 3D. Und das ist auch nicht so ein schönes 3D und das ist auf jeden Fall ziemlich schade. Aber ja, vielleicht kann er ja wenigstens von der Story überzeugen. Gas geben tun wir dann wieder bei
MV Ghost startet am 1. Oktober. Die Zukunft des Rennsports zieht mit der Fortsetzung von Initial D eine neue Generation von Fahrern heran. Also ich gehe mal stark davon aus, dass man das auch ohne Probleme ohne Initial D vorher gesehen zu haben schauen kann. Das werde ich auch auf jeden Fall machen. Ich habe von Initial D nur ein paar Videos gesehen, so nach dem Motto, die Musik mir teilweise angehört. Da bin ich gespannt, ob MV Ghost in die Fußstapfen von dieser großen Serie treten kann. Auch gespannt bin ich auf Migi und Dali, denn vor kurzem ist ja leider die Mangaka gestorben und ich hoffe, dass der Anime auch gut wird und die Dame sich nicht dann noch im Grab einmal umdrehen muss. Ein Zwillingspaar versucht ein geheimes, einzigartiges Leben zu führen. Denn das Besondere ist nämlich, ihre Eltern wissen nicht, dass sie eben scheinbar ein Zwillingspaar adoptiert haben. Und die können dann jetzt regelmäßig dann halt tauschen. Also was man sich immer so schön vorstellt, dass man einen Klon hat und der macht dann die ganzen Hausarbeiten für einen, so nach dem Motto. Mal gucken, in welche Mystery-Richtung das dann am Ende des Tages geht. Sicherlich auch ein ganz netter Fantasy-Anime wird dann wieder My Daughter Left the Nest and Returned as an S-Wank Adventure. Die große Frage ist nur, ob er wirklich diese Grundidee über die ganze Serie durchziehen kann. Aber ja, worum geht es? Ein ehemaliger Abenteurer und seine Adoptivtochter wollen wieder zusammenfinden, nachdem sie zu einer legendären Heldin aufgestiegen ist. Also sie kriegt halt die ganze Zeit irgendwelche Aufträge und deswegen kann sie nicht in ihre Heimat kommen. Mal schauen, ob dieser Gag am Ende des Tages oder diese Story sich irgendwann zu sehr wiederholt. Boys Love mäßig wirkt dann wieder die nächste Serie, aber scheinbar ist es kein Boys Love Anime und zwar My New Boss is Goofy. Startet am 7. Oktober. Momoses neuer Job mag stressig sein, aber sein entspannter und tollpatschiger Chef bietet jede Menge Abwechslung. Also ja, mal gucken, soll aber am Samstag erscheinen und ich glaube, da haben viele andere Serien zu schauen als My New Boss is Goofy. Formel 1 mäßig wird es dann wieder in Overtake oder eher Formel 4 mäßig, denn die Formel 4 Rennstrecke ist kein Ort für Leichtsinnige, vor allem nichts für ein junges Fahrerass. Ja, bin ich gespannt, meinen Rennsport-Anime mir anzuschauen, aber in dem Bereich haben wir ja einiges, wie zum Beispiel MV Ghost, mindestens in dieser Season. Kriminell wird es dann wieder bei Ron Kamuhashis Forbidden Deductions, startet am 2. Oktober, habe ich richtig Bock drauf. Ein ungewöhnliches Duo aus Privatdetektiv und Polizeidetektiv tut sich zusammen, um eine Reihe von spannenden Fällen zu lösen. Also ja, das könnte auf jeden Fall ganz nice werden. Boys Love-mäßig wird es dann wirklich bei Sasaki Omiya no Graduation. Der Film spielt dann nach der Serie, sollte man vorher bei Crunchyroll schauen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen fehl am Platz, das ist kein Simulcast. Der Anime ist schon längst in Japan erschienen, aber naja, sieht natürlich dann ein bisschen besser für Crunchyroll aus, wenn man hier noch einen weiteren Eintrag hat. Soll am 29. September dann um 2 Uhr rauskommen. Shangela Frontier haben wir ja schon drüber geredet. Traurigerweise hat man Shining als Highlight bezeichnet, finde ich echt so ein bisschen komisch, aber naja. Startet am 2. Oktober. Jede Nation der Welt schickt Superhelden vor, wobei die schüchterne Shy Japan repräsentiert. Also ja, der Manga wird auch ziemlich gehypt in Deutschland, deswegen bin ich ziemlich gespannt auch auf den Anime. Ein kleiner Geheimtipp ist dann wieder Stardust Telepath. Geht wahrscheinlich eher in so eine Slice-of-Life-Richtung rein. Eine Austauschschülerin, die behauptet, ein Alien zu sein, trifft auf ein übermäßig schüchternes Mädchen. Also ja, könnte sicherlich ganz süß werden. Gefühlt ein Otome Isekai-Anime ist wieder Tier Moon Empire, aber nicht wirklich. Startet am 7. Oktober. Eine hingerichtete Prinzessin erhält eine zweite Chance, indem sie 12 Jahre in die Vergangenheit katapultiert wird. Ja, mal gucken, was das wird. Dann geht der Ancient Magus Bride mit seiner zweiten Staffel weiter, dem zweiten Teil. Am 5. Oktober soll es da losgehen. Lustig wird es dann wieder in The Family Circumstances of the Irregular Witch. Startet am 1. Oktober. Eine mütterliche Hexe und ihre menschliche Tochter werden in dieser magischen Komödie oft miteinander verwechselt. Also ja, mal gucken, wie das dann wird. Denn sie ist die Tochter und sie ist die Mutter. Also ja, das wird sicherlich lustig werden. The Faraway Paladin bekommt eine zweite Staffel. Yes, yes, am 7. Oktober. Ein richtiger Geheimtipp für alle Weedo of Healer Fans ist sicherlich The Kingdoms of Woon, denn der wird ziemlich brutal werden. Nicht explizit, aber ziemlich brutal. In einer Welt, in der Wissenschaft Magie ablöste, möchte ein Mensch blutige Rache üben. Also ja, mal gucken, soll am 6. Oktober losgehen. Auch traurigerweise The Rising of the Shield Hero auch nicht mehr als Highlight bezeichnet. Also keine Ahnung, sind alle abgesprungen bei der zweiten Staffel? Hat da keiner mehr drauf zugegriffen oder sowas? Und deswegen bezeichnet Crunchyroll selbst nicht mehr die Serie als Highlight. Echt so ein bisschen traurig. Aber ja, Staffel 3 soll am 6. Oktober losgehen. Habt ihr noch Bock auf The Rising of the Shield Hero oder ist euer Hype komplett erloschen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Isekai-mäßig wird's dann wieder in Tränke sind mein Lebenselixier. Startet am 7. Oktober. Kaoru bittet um die ultimative Fähigkeit, jeglichen Trank brauen zu können, als sie in eine andere Welt versetzt wird. Mal gucken, ob alle Isekai-Anime immer noch geschaut werden oder ob vielleicht dann so eine Serie dann doch hinten rüber fällt. Ehrlich gesagt, auch nicht wirklich gehypt bin ich auf Under Ninja, als ich den Trailer angefangen habe und der gleich beginnt mit 3D-Soldaten, die
auf 2D-Leute treffen, also weiß ich nicht, ob ich darauf Bock habe. Stammt nämlich auch von Tezuka Productions und die haben schon My Home Hero versaut. Also ja, mein Hype ist eher gering, aber vielleicht überzeugt er einen ja doch mit der Story. Startet am 5. Oktober. Ein Oberschüler erfährt von Japans neuester Ninja-Geschichte, also so ein bisschen Shinobi no Itoki, und schließt sich den Reihen an, um ausländische Attentäter zu bekämpfen. Naja, mal gucken, was das wird. Hier gibt's dann noch 4 Fragezeichen. Am Ende des Tages, wie gesagt, können das alles Platzhalter sein. Das heißt, da können auch noch deutlich mehr hinzugefügt werden. Mal schön. Und dann haben wir auch noch weiterlaufende Serien. Einmal wäre da Jujutsu Kaisen Staffel 2, One Piece und eben auch Rioni Kenshin. Kommen wir dann jetzt zu den deutschen Synchros, zu den Simuldubs, die Crunchyroll angekündigt hat. Und zwar 10 deutsche Synchros, die neu starten. Da wäre einmal Frieren nach dem Ende der Reise. Hat er auf jeden Fall verdient. Dann auch die Tagebücher der Apothekerin. Das wird auf jeden Fall fantastisch. Shangri-La Frontier sicherlich auch, dass man den damit so ein bisschen pusht. Shy gibt man im Simuldub, aber bezeichnet man nicht als Highlight. Echt so ein bisschen weird, echt so ein bisschen komisch. I'm in Love with the Villainess. Oh, mal gucken, wenn der vielleicht einen simultanen Simuldub bekommt, werde ich den vielleicht als Simuldub schauen auf Deutsch, aber wahrscheinlich leider nicht. Dann Dr. Stone Staffel 3 bekommt logischerweise einen Simuldub, der zweite Chor. Genauso wie The Rising of the Shield Hero. Man hätte es sich denken können, aber dass man das nicht als Highlight bezeichnet, finde ich echt ein bisschen crazy. Aber nun, Parway Paladin bekommt auch einen Simuldub, relativ klar. Genauso wie The Ancient Magus Bride, auch Deadmount Deathplay, auch relativ logisch, die haben auch einen Simuldub immer bekommen. Dann geht's mit dem Swordsmith Village Arc weiter von Demon Slayer. Startet am 8. Oktober, jeden Sonntag um 19 Uhr dann. Weiterlaufende Synchros ist eben Jujutsu Kaisen, jeden Donnerstag um 22.30 Uhr. Und dann eben noch Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Staffel 2, jeden Sonntag um 21.15 Uhr. Aber dann am Ende des Tages gibt's jetzt ein großes Problem und die Leute fragen sich, ja, was ist denn jetzt zum Beispiel mit Spy Family? Wurde der nicht lizenziert von Crunchyroll? Und ich sage es euch ganz offen und ehrlich, keine Sorge, der wird von Crunchyroll lizenziert werden. Das ist am Ende genau die gleiche Situation wie mit Jujutsu Kaisen. Crunchyroll hebt den sich auf, um die Leute so ein bisschen zappeln zu lassen und dann in 1-2 Wochen oder sowas wird er dann am Ende des Tages angekündigt und wahrscheinlich auch mit einem Simuldub, gehe ich stark davon aus. Aber er startet am 7. Oktober dann wieder am Samstag. Wo ich echt so ein bisschen am Zittern bin, ist dagegen Our Dating Story mit der netten Beziehung von einem ganz schüchternen Typen mit einer netten Gal. Geht so ein bisschen in so eine My Dress Up Darling Richtung beziehungsweise More Than a Married Couple Richtung rein. Da habe ich echt Angst, dass der am Ende des Tages bei High Dive oder wer weiß wo landet. Also bitte Crunchyroll lizenziert den noch, soll am 6. Oktober starten. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Und dann haben sie auch nichts vom Finale zu Attack on Titan erwähnt, aber ich gehe stark logischerweise davon aus, dass der bei Crunchyroll läuft. Das haben sie auch, denke ich, schon angekündigt. Aber eben, der ist nicht in dieser Vorschau vorgekommen. Für noch mehr gute Anime auf Crunchyroll, klicke auf das Video oben rechts. Und für die besten Anime vom Sommer, gehe zum Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Auf welchen Anime freust du dich am meisten? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht's im nächsten Video. Bis dann!